Servus und herzlich willkommen zurück zu Kurios. Wir spielen Lords of the Fallen. Mit ein bisschen Text. Ich möchte erst einmal jemanden begrüßen, den ich in der Leitung habe. Den hat man noch nie gehört auf meinem Kanal. Das ist der Daniel. Wir nennen ihn einfach Paul. Du darfst jetzt was sagen. Daniel passt soweit schon. Servus. Servus, er ist noch ganz schüchtern, er ist ein ganz neuer Let's Player in der Branche. Er hat nur über 1000 Abonnenten. Und, lieber René, er Let's Played auch Wimmelbilder. Also, René, merken, er, Daniel, Let's Played Wimmelbilder. Und oh, seine kleine interne Werbung. Okay, ich habe ein bisschen was gelevelt. Ich habe ein neues Schwert gefunden. Das ist von dem Zipfel da draußen, den werden wir vielleicht nochmal sehen. Ich hatte einfach Glück und habe dieses Mega-Schwert und es macht 128 Schaden. Ist einfach awesome. Das nehmen wir einfach mit. Und endlich konnte ich die Runen in die Rüstungen eingravieren lassen. Und ich glaube, ich habe jetzt hier soweit die makellose Kraftrune in meine Rüstung reingebaut. Physischer Widerstand von 55 plus 18. Das haut richtig rein. Geil. Und glaube ich, lebende Legende, habe ich makellose Giftrune rein. Ich habe einen hohen Giftwiderstand. Sieht man hier, Giftwiderstand von 6 plus 5. In der Zusammenfassung... Ach nö, wo ist das denn? Ich muss mal wieder reinkommen. Hammer Stärke, das ist alles okay. Kraft. Ne, hier physisch 128 Schaden machen wir. Alles andere nicht. Ach ja, physisch. Rüstung 88. Das ist geil. Und 11 Giftresistenz. Boah! Das ist richtig toll, oder? Hammerhart. Hammerhart. Auf welchem Level bist du jetzt eigentlich? Oder gibt's das 58 da? Bin ich jetzt schon. Von wie viel insgesamt? Weißt du das? Wie viel es da gibt? Es gibt bis 100. Bis Millionen. Ich weiß es nicht. Du kannst trainieren. Ich habe hier nochmal so einen Splitter. Attributensplitter hier. Perfekt. Die werden wir jetzt halt auch versemmeln. Wie ich es in jeder Aufnahme tue. Tut mir leid, wenn ich euch da voll texte, aber so muss es sein. Ich sehe hier, wenn ich jetzt zum Beispiel Stärke plus 1 geben möchte, sehe ich, dass da sich überhaupt nichts mehr ändert. Ich glaube, ich bin overpowered. Es ändert sich gar nichts mehr. Wenn ich auf 22 mache, bleibt es bei 128 oder 36. Also würde ich sagen, nichts bleibt. Am meisten ändert sich die Vitalität. Springt auf 13. Und ich glaube, auf 6. Ja. Ist auch relativ weit oben. Ausdauer macht plus 7 und plus 1 einmal. Glück ist nicht dein Ding, oder wie? Glück ist mir doch scheißegal. wir werden hier nochmal einen Punkt versemmeln. Dass wir Erdbeben auf Level 3 langsam kriegen. Sonst ist alles schon auf Level 3. Und wie viel brauchen wir jetzt? Oh, 21 schon. Okay, gut zu wissen. Was machen wir? Also, Stärke tät ich mal lassen. Entweder Vitalität oder Glaube. Ich denke Vitalität. Weil Ausdauer, ja. Vitalität eigentlich nur... Die Ausdauer macht eigentlich nur die Energie höher. Die habe ich ja eh ziemlich hoch, wenn ich Glaube mache. Und Geschicklichkeit, kleine Waffen. Aber das ist eh schon gut. Also entweder einmal Vitalität und einmal Glaube. Schauen wir mal. Vitalität genommen, das gibt am meisten. Zweimal. Warte mal. Was macht das? 13 auf plus 27. Dann habe ich jetzt, schau her. 246. Hey, du wirst ja eh nicht getroffen. Ja, eben. Also auf Glaube. Also eigentlich bin ich ein Magier. Ich bin voll Magier-Mongo. Schau mal her. Komm, mach mal auf 20, komm. Ich will es so. Bum, bum. Okay? Super. Du bist einverstanden damit. Natürlich. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich hoffentlich alles erklärt. Wenn wir mal einen Amboss finden, zeige ich euch, wie man die Runen belegen kann und so ein Scheißdreck. Hier war ich schon mal. Offscreen mal alles getan. Wir werden jetzt einen Begrüßungsschlumpf kriegen. Das ist ein Begrüßungsschlumpf. Boah, den habe ich noch nie so schnell erledigt wie damals. Damals hatte ich auch die Rüstung nicht und ich habe auch meine Granatwerfer hier, mein Magiehandschuh aufgelevelt. Hier einmal Feuer.
Kann ich das mal zeigen? Boom. Das ist die Feuerrune. Ja. Und mein Geschoss habe ich jetzt auch nochmal aufgepimpt. Pimp my Magiehandschuh. Okay. Das ist recht lustig hier. Ach ja, hier wäre, glaube ich, ein Amboss. Hier war, glaube ich, auch eine Spinne. So viel ich noch weiß. Ich will da hier nicht reingehen. Nein, nicht nochmal die Spinne. Die spinnt. Okay. Hier war ich schon mal mit Dennis, Leute. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Da ist ein ganz großer Gesichtsmongo hier. Jetzt schauen wir mal, ob ich den da oben... Nein, okay, dann machen wir dich halt kalt, oder? Schauen wir mal, wie viel du jetzt aushältst. Boah, du bist so eine kleiner Schnuckiputz-Mongo mit zwei Schlägen dort. Einfach nur so ein normaler Gegner, oder? Nee, der war so ein großer Mongo. Der ist echt gemein. Ich sag's dir. Der ist echt scheiße. Ah, ich will doch nur dich. Oh, aua. Hat mich da was gekitzelt? Hat mich da jemand gekitzelt? Tja, anscheinend. Jetzt komm. Triffst du den mal? Okay, mach einfach weg. Der nervt so weit. Gut, ich möchte eigentlich nur zum fünften Boss. Da war ich nämlich auch schon. Ich habe den schon mal begrüßt. Du darfst was sagen, Paul. Gerne. Ja, Daniel. Red einfach, Daniel, was auch immer. Du bist doch sonst nicht so schüchtern. Ja, klar, ich meine, ich will da jetzt nicht die Show stehlen. Im Moment bin ich noch am Beobachten und du stehst mir nicht die Show, ich bin einfach so gut. Ich habe nur bloß über 7 Minuten vorher schon tot gequatscht und komme jetzt wieder rein in dieses LP. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, Alter. Ein Endboss! Aber jetzt kommt erstmal noch ganz schneller. Schauen wir mal. Oder auch nicht. Komm doch, wann kommst du? Da kommt er schon. Da kommt er. Hallo. Oh, den hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber okay. Hör mal auch damit. Komm, lauf hoch. So. Ich liebe Rammen. Ich liebe Rammen. Ja, es gibt echt nichts Besseres, als gerammt zu werden. Gimme! Und er läuft auch doppelt so weit. Hat er den jetzt erwischt oder nicht? Nee, der ist weggelaufen. Jetzt komm, lauf halt nicht mehr weg. Das ist gemein. So, komm, jetzt lass dich mal überrennen da. Wo ist das Teil jetzt? Ach komm, jetzt leck mich am Arsch. So, jetzt. Oh, jetzt kommt er. Jetzt ist er auch hoch. Ja, den kriegst du locker. Boah, Alter. Die können nerven manchmal. Okay, da steckt was. In seinem Popo. Sagen wir es doch einfach frei hinaus. Neues Schwert, oder? Oh, cool. Nein, den kann man nicht aufnehmen, das Schwert. Ich habe es kaputt gemacht. Ich hoffe nicht, es war antik. So, komm. Komm, visier doch den Arschwichser doch mal an. Ah. Okay, dann lebt noch einer? Einer noch? Nö. Aber obwohl, das Schwert hätte ich schon mal ganz gern. Schau mal her, das macht bestimmt auch übelst Damage. Diesen Ding, ja. Ja, dann müsste ich mein Glück mal im Feld ein bisschen hochstellen. Ja, René, ich tue es irgendwann. Wenn es so nötig ist. Also auf jeden Fall, hier war ich auch schon. Mucci Daniel war schon mal hier. Hier kann man, glaube ich, nicht rein. Türen verschlossen. Jetzt sind sämtliche Türen verschlossen. Und hier? Da ist eine Riesenspinne. Guck mal die Schlampe an. Schießt du jetzt nach oben? Yee, das ist so widerlich, oder? Ich will es leider sehr stoppen. Da habe ich noch nicht ganz erkannt, aber Spinnen sind grundsätzlich... Es war eine Spinne. Es, ja. Glaub es mir. Es war eine ganz große, dreckige, räudige Spinne. Kann man nicht aufmachen, okay? Nein, gut. Also war die Spinne doch wieder da, okay. Gedacht, die Spinne ist weg. Und jetzt wird's interessant. Jetzt schließt sich der Kreis. The Circle of Life schließt sich jetzt. Ich sag's euch. Lauf mal hoch, Schatz. Bumm, tot. Der ist recht einfach noch. Und jetzt kommt nochmal so ein Giftspuck. Was war das jetzt da hinten? Das hat so, als wäre ein Geist an mir vorbeigezischelt. Du spielst es immer alles vor schon und dann spielst du es nochmal nach, oder wie? Ja, nee, ich level nur die ganze Zeit und ich war schon mal hier. Ich war aber mit Dennis schon mal hier. Also ich war mit Dennis hier schon mal hier. Ja. Ja. Und ja. Und hab dann erkannt, dass es hier zum fünften Boss geht. Einfach so. Okay. Ja.
Also, Leute, bekommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja? Irgendwie hier? Da gab es einen ganz großen Mongo da hinten. Oh, da war ein Mongo. Okay. Auf zum fünften Boss. Auf zum Atem. Wir wollen ihn erledigen. So, da ist ein Checkpoint. Yep. So, das ist jetzt für euch alle blind. Für mich jetzt nicht unbedingt. Jetzt kommt's lustig. Da, komm her. Oh. Hehe. Und das ist aber nicht, zack. Das ist aber nicht lieb von mir, oder? Oh. Mann, der war schwer damals. Da hatte ich die Rüstung auch nicht und so. Das war jetzt aber nicht der Endboss, oder? Der das war jetzt nicht der Endboss, das wird nee. Falsch gewesen. So, jetzt müsste da noch eine Spinne sein. Ne, die ist weg. Aber ihr seht schon, ich habe ja gegen den schon mal gekämpft. Da ist sie doch schon, die Schlampe. Warum mag ich sie nicht? Ah. Aber ich habe Giftwiderstand. Ha. Drecksviech. Da oben ist er runtergehüpft. Da ich ja den schon mal angegriffen habe, ist das hier schon offen so, ne? Tut mir leid. Verprügelt mich halt. Daniel, verprügelt mich halt. Ja. Tut mir weh, komm, jetzt. Schnell, schlag mich. Okay. Der ist recht lustig. Eigentlich hätte ich den schon beim ersten Mal gepackt. Aber dann hättet ihr es ja nicht gesehen. Dum dum. Den begrüße ich jetzt schon mal. Au. Oh. Das war jetzt eine scheiß Begrüßung. Okay. 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 Das. Brauche ich den nicht mehr. Ja, okay. Das war beim ersten Mal anders, ne? Weil der ist ja direkt auf mich zugerannt. Die Drecksau. So, jetzt. Das ist ja recht einfach. So, anvisieren könntest du mal. Boah. Ich muss ja mal wieder reinkommen mit dem. Jetzt ist er erstmal Rage. Sollte man eigentlich aufpassen. Also nicht dran. Oh. Der erinnert mich an diesen Maulwurf-Pokémon. Weißt du gerade den Namen von dem? Ich weiß Dick es gerade nicht. Oder Dickda. Nein, nicht Dickda, aber so ein anderen Maulwurf-Pokémon. Wenn er nicht unter den ersten 100 schießt. Nee, in der vorletzten Generation jetzt. Oh, nicht nee, von Pokémon X und Y. Weiß jetzt nicht, wie der heißt. Damals sind mir nur die Tränke ausgegangen. Bislang schwanger wie eine Seekuh, ey. Weg mit mir, weg! Sing doch das Lied der Schlümpfe. Meine Güte. Das ist der Champion, Leute. Das ist der Dennis. Mein allererster Abonnent, der ist auch so dick wie der. Ich dachte, du bist overpowered. Ja, bin ich doch auch. Aber ich tanzle um ihn herum. Und mache das hier. So, jetzt wird erstmal richtig aggro. Das ist normal. Aber ich habe leider schon vorher einen Fehler gemacht. Dass ich von selbst aggro habe werden lassen. Da kriege ich wahrscheinlich seine Waffe nicht. Ah, ist das doof. Einfach nur ausweichen. Wenn's geht. Bitte tut der Todestanz. Au. Ah, weg mit mir. Komm, lauf einfach auf mich zu. Wie ein Nirozurus. Brav. Ich habe gedacht, ich mache mehr Schaden, ey. Ein was? Ein Nirozurus? Wie ein Nirozurus. Ich schnappe dich heute. Och, Mann. Ich habe schon viel zu viele Heiltränke verschlubbelt. Ja, das ist doch so einer, oder? Au, das tat auch weh. Das ist eine epische Musik, leider. Kannst du es hier nicht hören? Ein Ansporn ist noch. Hat er nicht gerade Atemtherapie gemacht? Oh, nein, das war die falsche Richtung. Harken, du musst besser auf deine Akkuathi achten. Oh, jetzt wird er wieder. Jetzt habe ich. Hat er nur noch einen Balken, der süße kleine. Die Form kenne ich. Die hat er mich umgebracht. Jetzt lauft er mir nur hinterher. Wie ein Stalker. Ich will was von dir. Was willst du denn von mir? Gummibärchen. Dann habe ich dich dabei.
Ich könnte dir Daniel geben. Ja, genau. Vielleicht schmeckt dir der Daniel. Aha, ja, friss ihn. Friss den Daniel. Also, ich dachte, dass Ramin ihn mehr verletzt. Ich hätte jetzt auch mehr echt gedacht, aber das ist halt doch... So ist das halt nicht. Mit den jungen Pferden. Das ist ein Champion. Das ist ein Champion. Der schaut aus eh wie einer aus Star, aus Amnesia oder so irgendwie. Komm, es gibt noch einen Bussi von mir. Oh, den haben wir jetzt bald. Da geht er bald down. Hui! Hui! Krieg ich wieder ein Archivement von dir? Ein Archivement? Nein, kriegst du nicht. Ich will aber eins. Und ein Bussi noch hinterher. Baum tot. Hätte ich den Dom bloß nicht Rage gemacht. Oh, krieg ich nicht die besondere Waffe von ihm wahrscheinlich. Du hast mir den Lauf verpatzt. Ja, das tut mir leid. Jetzt muss ich gleich wieder kotzen. Ja, naja, diesmal hat er nicht so viel gekotzt. Ich muss auf den Stuhl. Auf die Toilette. Okay, na toll, ne? Champion besiegt. Hey, hier drüben. So, was steht als nächstes auf dem Plan? Keine Ahnung. Jemand hat gesagt, hier rüber. Hört mir zu. Komm her. Schau mal, was kriege ich denn jetzt von dem? Ist das ein Archivment erst? Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Versiegelte Rune und die Stachel-Faustwaffe habe ich von dem jetzt gekriegt. Jetzt möchte ich aber erst speichern. Boah, war jetzt ein harter Kampf, oder? Nee. Ich quere die Katakomben und suche in der Zitadelle nach Antalalala. Antanas heißt die Sau. Ah. Antanas. Ist das der, der gerade eben Hallo gerufen hat? Nee, der soll uns alle retten, schon von Part 1.0 an. Den suchen wir dir schon die ganze Zeit, diesen Zipfel. Jetzt möchte ich mal wissen, wir haben ja eine neue Waffe gekriegt, also erstmal eine Rune. Eine versiegelte Rune groß, okay, das können wir was anfangen. Und... Wo ist er denn? Ne. Der hat noch ein Ausrufezeichen. Da, Stachel. So schaut es aus. Boah, schaut wie ein Predator aus, oder? Yeah. Oh, 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 oh. Wie Predator. Wolverine. Wolverine. Yay. Warte, was? Ich will es einfach mal sehen. Yeah, oder? Oh. Mega fest. Sieht so aus wie Splinter von... Oh, Gottes Willen, ist der schnell jetzt, ne? Ach, da steht der Typ da. Aha. Aha, aha. Hey, hier drüben! Nee. Übrigens, man hat es ja nicht gesehen. Der große, dicke Champion war hier und hat hier reingestochen. Irgendwie. Also er hat hier reingestochen, was auch immer, was hier passiert ist. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Und dann ging der Kampf schon los. Aber ich habe hier gesehen, da kann man hier rein. Ach, und hier kann man stehen. Oh, da stehst du doch drauf. Hey, cool. Hey, ja, natürlich. Ich guck mich hier um. Das ist ein letzter Fall im Boden. Menschlicher Schädel. Ach, danke schön. Nee, ich will nochmal gucken. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt eigentlich? Ich mache 2 Schaden. Guck. Wow. Oh. Mit dem Schwert wie viel? Über 100? Ja, 100. 128. Jetzt wollte ich bloß nicht, wo das aufgeht hier. Ja. Jetzt will ich das da hinten haben hier. Oh. Jetzt geht's hier runter. Alter. Ach, jetzt weiß ich, wie man da hinkommt. Warte mal. Mach mal diese blöden Grübchen da weg. Mach sie mal weg. So. Hallo, Kumpel. Da, schau, da hängst du. Daniel. Ist das nicht schön? Was ist das? Menschlicher Questschädel. Bloß den Typen, der uns diese Sachen verkauft oder dafür uns was gibt, den habe ich umgebracht aus Versehen. Oh. Ja. Lorenz, du bist der Beste. Also. Natürlich gehe ich immer dahin, wo ich hier nicht hingehen soll, oder? Jetzt frage ich mich, soll ich jetzt dahin gehen oder zu dem Menschentyp? Ich gehe jetzt mal zum Menschentypi. Opala. Wo komme ich jetzt eigentlich her? Alter. Hier geht's hier überall hin. Mensch. Ich stelle mich jetzt nochmal drauf hier. So, ich bin jetzt drauf, ne? Und dann schauen wir mal, was passiert. Was passiert? Ein Scheißdreck passiert jetzt. Macht irgendwas auf. Hier drüben. Ja, da frage ich halt den Zippel da. Ne? Kommt her, hört mir zu. Ja, dann rede ich mal mit ihm. Was war das denn? Es ist tot. Es hat mich fast in Stück gegrillt. Nein,
Es ist tot. Das Ding ist tot. Ja. Yeah. Antanas sagt, ihr könnt hereinkommen. Diese Tür führt in die Zitadelle. Also darf ich jetzt zu ihm? Ah, das ist aber nett. Ja, also im Prinzip. Guck mal, da oben ist er. Da steht jemand.